Grüezi wohl. Heute bin ich hier an der CEBI. Das ist eine Zentralschweizer Bildungs- und Berufsmesse. Das ist eine Messe für Schulabgänger, damit sie wissen, damit sie sich ein bisschen informieren können, was für Berufe das alles gibt und damit sie sich allenfalls können entscheiden können, was sie damit machen. Hier sind ganz viele verschiedene Berufsgattungen rum und ich bin eigentlich für Zeit da, ein bisschen den Stand fotografieren und ein bisschen festhalten, was eigentlich alles gemacht wird. Und da gibt es ja zum Beispiel auch derartige hier, wo sogar ganze Trucks aufgestellt haben. Macht recht Eindruck. Also kommt mit. So, jetzt sind wir drinnen. Das hier ist ein Bild von mir. Und da vorne jetzt auch noch Bilder von mir. Die sind riesengroß. Sehen noch recht cool aus. Jetzt zeige ich noch geschwind eins auf der anderen Seite. Da hat so ganz viele verschiedene Stände, wo man so verschiedene Sachen machen kann. Jetzt zum Beispiel ein Stand, da kann man üben, wie man Verband wechselt. Dann hat es andere Stände, wo man zum Beispiel CPR machen kann. Beim einen Stand kann man Blut abnehmen, Hände desinfizieren. Ja, alles, was halt so in den verschiedenen Gesundheitsberufen gemacht wird. In jeder Berufsgattung gibt es so seinen Stand. Das ist eine ganz coole Sache, finde ich. Jetzt auch viele andere Stände von anderen Berufen. Also für die, die für alle Kiddies, die wenn die irgendwie einen Beruf machen und nicht wissen, was sie rechts wählen sollen, ist das eine coole Möglichkeit, das zu entdecken. Also, kommt vorbei. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Das Jahr ist es wahrscheinlich schon spät, wenn ihr das seht. So, jetzt bin ich bei der Firma Sänger. Wieder mal mit den Komplizen. Und jetzt gibt es heute Abend Porträts. Ich warte eigentlich nur, bis die Sonne ein bisschen weggeht. Das wäre eigentlich ideal, damit ich ein bisschen besser nur den Blitz nutzen kann. Kurz zum Zeigen, was wir aufgestellt haben. Eine ist Octabox auf dieser Seite, 1,20 m Durchmesser. Und eine ist ein normaler, also ein Blitz, einfach mit einem normalen Reflektor. Der Blitz hier, der macht eigentlich, dass der Hintergrund ein bisschen heller wird. Und der Blitz da oben, wenn die Leute so stehen, dann leuchtet eigentlich die Seite aus und die hier geht langsam in den Schatten rein. Ihr habt ja schon mal ein Bild von mir gesehen, wo ich das ein bisschen gezeigt habe. Das Mal sind es jetzt 2 Blitzer, beim anderen sind es 3 Blitzer gewesen. Also sind gespannt auf das Endergebnis. So, es ist Ende November, so, 20. November haben wir. 21. November sogar. Ich habe eine komische Stimme, ich weiß auch nicht wieso. Und ich bin jetzt gerade an einem Perlenshooting, respektive ich warte, bis mein Perlen kommt und es windet gerade wie die Sau. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt so wirklich gehört durch das Mikrofon durch. Aber man hört ein bisschen den Wind. Eigentlich hätte man eine lange Welle. Aber wir haben festgestellt, wenn es über 100 km windet, macht das etwa nicht so Sinn. Ich versuche ein bisschen das Mikrofon abzuschatten. Ja, aber macht nicht viel Sinn. Und darum haben wir uns spontan entschieden, gehen wir in Landenberg. Und jetzt warte ich, bis die da sind. Was ich noch sagen wollte, das habe ich vorhin vergessen. Ich wollte eigentlich zuerst etwas mit Blitzen machen. Weil die Sonne halt nicht scheint und man könnte mit Blitz ein paar recht coole Sachen machen. Aber bei dem Wind bringt es eigentlich gar nicht, weil ich hätte eigentlich recht Angst um meine Sachen, auch wenn sie versichert sind. Es wäre einfach nur mehr ein Schauen, dass das Zeug nicht runtergeht, als dass man richtig effektiv fotografieren kann. Darum alles ohne Blitz, Offenblendung wahrscheinlich. Und dann mal schauen, auf was das mein Pärchen dann eingestellt ist. Guten Morgen, es ist 7:30 und ich warte gerade auf mein Model. Heute gibt es ein kleines Shooting für einen Jahresbericht. Wir machen so verschiedene Szenen. Und heute ist so eine Szene dran, wo da ein Lernende mit dem Velo eigentlich so ein bisschen auf mich zu fahren. Also so ein bisschen eine Szene
wo ein bisschen zeigen sollte, wie so der Arbeitsalltag aussieht. Es ist relativ frisch, keine Ahnung, etwa 8 Grad oder so. Aber wir haben schönes Wetter. Und ja, ich habe jetzt mal meine Ausrüstung parat gemacht. Ich habe jetzt einfach mal einen Blitzlauf parat gemacht, einfach den kleinen hier. Und ich versuche wahrscheinlich ohne Blitz zu fotografieren, einfach mit dem hier. Mit dem 70 bis 200 mm. Und dann mal schauen, wie das rauskommt. Bin gespannt. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr. Ich bin jetzt gerade in Bern gekommen. Weil ich fotografiere heute einen Anlass, der nennt sich iDiaspora im Kursaal in Bern. Wir laufen hier gerade an einem recht coolen Weg entlang. Es nennt sich der Panoramaweg, wo man zum Kursaal hineinkommt. Ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Ich tue das Ganze. Es ist so eine Konferenz mit verschiedenen Rednern. Ich tue das heute ein bisschen begleiten, ein bisschen fotografieren, ein bisschen filmen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. So, seht ihr, was da steht? Da steht Iserin Fotografie Sachsle. Und wisst ihr, wieso das da steht? Weil ich das Bild und das Bild und das ganze Bild da hinten gemacht habe und auch Gestaltung übernommen habe. Nach einer Vorlage von den Filmemacher Vobwalden. Das gehen wir heute Abend in die Premiere mit der Samira. Und mal schauen, wie der Film ist. Bin schon ganz gespannt. So, wir haben heute den 17. Dezember. Und ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich die letzten paar Mal gar nichts aufgenommen habe. Darum ein kleines Update, was so alles gelaufen ist bei mir. Und zwar habe ich erfolgreich meinen ersten Workshop gegeben für Fotoanfänger. Der ist recht cool angekommen. Der zweite ist schon vorgesehen. Das Datum habe ich noch nicht ganz genau definitiv beschlossen. Aber es wird ziemlich sicher Ende März sein. Dann habe ich eine grosse Spendenaktion gemacht für eine Schule in Kambodscha, die wir besucht haben. Die war auch recht cool gewesen. Also es sind über 1300 Franken reingekommen. Also wir konnten schlussendlich 1400 Dollar schicken. Ja, und jetzt mache ich mich gerade auf den Weg für die Zeitung, für einen kleinen Auftrag. Und zwar geht es ans Rampftreffen das Mal. Zuerst sind wir hier im BWZ in Saarnen. Ihr seht, es ist schon mega dunkel. Wir sind im BWZ in Saarnen, wo wir uns ein paar Jugendliche rauspicken und ihnen ein paar ganz gezielte Fragen stellen. Das ist mal das eine. Und das zweite, was wir dann nachher machen, ist noch, also was ich nachher mache, ist um 2 respektive um 2:30 am Morgen zu der Rampfkapelle runter und dort das Lichtermeer fotografieren. Ich tue das sicher auch noch aufnehmen. Also bis später. So, morgen um 2. Ich war unterdessen daheim. Man sieht mich gar nicht gut. Ich muss schauen, ich habe hier eine Lampe dabei. Ah, super. Also, ich habe hier eine Lampe dabei. Man sieht mich ein bisschen besser. Ich bin jetzt hier Richtung Rampft unterwegs. Wir gehen das Rampftreffen. Ich bin für die Zeitung hier. Und dann gibt es um 2:30 am Morgen eine Messe, wo dann nachher tausende Kerzen gezündet werden. Und das darf ich dann fotografisch festhalten. Ich zeige euch mal, wie das Weg hier unten aussieht. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Also wir gehen eigentlich da das ganze Weg wieder ab. Ja, bis da. Ja, man sieht es natürlich nicht. Einfach bis runter ins Rampft und bin mal gespannt. Es sind ein paar hundert Jugendliche da, ich glaube es sind nicht 1500 oder so. Recht eine grosse Sache. Und ja, folgt mir einfach mit, ich tue dann von unten ein bisschen filmen. So, weil es so stockdunkel ist, filme ich nicht auf meine Seite, sondern ich filme nach vorne. Also wir sind jetzt im Rampftunnel angekommen. Da seht ihr immer noch ein paar Jugendliche mit Fackeln vorne laufen.
Und wir schauen da unten. Findet nachher die Messe statt, wo wir dann nachher auch die Bilder werden machen. Und es hat sogar noch eine Band. Klingt gar nicht mal so schlecht. So, 20 ab 3. Ich bin völlig aus der Puste. Für mir auch. Ich will vom Rampf hier hochlaufen. Um 3 Uhr morgens mit irgendwie 15 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Ist fordert doch ein bisschen. Aber es hat schöne Bilder gegeben. Meine Nase rinnt. Und das seht ihr in der Zeitung oder auf Facebook. Ade, ja. Ich gehe jetzt, glaube ich, mal schlafen. Oder Bilder überladen, ich weiß es nicht genau.